Liebe Geschwister im Islam, wie ich euch schon gesagt habe, wie ihr die Dawa unterstützen könnt, ja, auf der einen Seite, was beispielsweise Projekte angeht, ist es natürlich mit der Spende für die Dawa, ja. Auf der anderen Seite haben wir, was unsere eigene Versorgung angeht oder die Versorgung der Brüder angeht, gibt es den EZP-Verlag. Das ist das, wovon wir sozusagen oder wovon die Brüder sich ernähren. Und hier sage ich nur, ich habe hier ein Buch, das ich zum Beispiel auch empfehlen kann. Das ist die rituelle Waschung des Propheten. In diesem Buch, und das ist insbesondere für neue Muslime sehr gut, weil das sehr wichtig ist. Ja, la yaqbalullahu salat abdin illa bituhur, o kama qala. Also Allah nimmt das Gebet nur von jemandem an mit Reinheit, ja, oder wie der Prophet a.s. gesagt hat, ja. Also wenn jemand Wudu gebrochen hat, dass er Wudu machen muss. Und hier wird es genau erklärt, weil es gibt auch viele Leute, die Fehler machen. Und es ist ein sehr einfach gestaltetes Buch. Und das Buch kostet 5 Euro. Ja? Und wie gesagt, wenn ihr das macht mit der Absicht, Wissen zu verbreiten, ihr könnt es auch anderen Leuten schenken. Ja? Mit der Absicht, Wissen zu verbreiten und mit der Absicht, die Dawa zu unterstützen. Wie gesagt, dieses Buch hier von Fahd ibn Abdurrahman Ash-Shuwaib. Die rituelle Waschung des Propheten, alayhi salatu wassalam. Jazakumullah khairan.